Bitte Ihr Statement. Okay, thank you very much. It's a great honour to be here. I'm Piers Corbin, Director of Weather Action, Long Range Weather and Climate Forecasts. Ich bin Leiter von Weather Action und bin für Langzeitklimavorhersagen zuständig und bin auch Physiker, Astrophysiker und Klimaforscher. Hier sehen Sie eine Präsentation und auch in Bezug auf ein Dokument, das ich Ihnen auch als Handout später zur Verfügung stellen kann. Da gibt es einen Link unten auf der Seite 2. Komme ich zu meinen Hauptpunkten heute. Der menschenverursachte Klimawandel existiert nicht. CO2 ist das Gas des Lebens, nicht des Todes, und wir möchten mehr davon, nicht weniger. Und CO2-Spiegel sind durch die Temperaturen bestimmt und kontrollieren nicht selbst die Temperatur. Die Klimapolitik kontrolliert auch nicht das Klima, sondern Sie, die Öffentlichkeit. Sie werden besteuert und werden gefügig gemacht. Auf der nächsten Übersicht sieht man die Tatsachen dessen, was gerade passiert. Hier haben wir ein jüngstes Exposé des sogenannten Hockeyschläger-Schemas, nachdem die Welttemperaturen in den letzten 1000 Jahren mehr oder weniger konstant geblieben seien und nur aufgrund des Menscheneinflusses gestiegen seien. Und vor Gericht in Kanada konnte gezeigt werden, dass das Betrug ist. Also diese ikonischen Symbole, auf die man sich bezieht für die Politik, sind Luftnummern, und die Realität zeigt sich in dieser unteren Kurve, wo die mittelalterliche Wärmezeit länger war, als wir heute haben. Wir haben also es zu tun mit einer falschen Übertreibung jüngster Temperaturen, wo sich die Welt doch derzeit abkühlt. Und wir haben schon extreme Kaltzeiten in Skandinavien erlebt, die sich in der nächsten Woche auch nach Süden bewegen werden. Das wurde von uns schon vor langer Zeit vorhergesagt und folgt aus verschiedenen Sonnenaktivitäten. Niedrige Sonnenaktivität führt zu mehr Kälte. Was macht das CO2 oder nicht? Damit diese CO2-Geschichte wahr wird, muss man im Hinterkopf behalten, dass es nur 0,04% CO2 in der Atmosphäre gibt und die Menschen sind nur für 4%, für 0,04% verantwortlich. Das heißt, größenordnungsmäßig wäre, wenn der Big Ben sozusagen die Atmosphäre wäre, dann wäre das CO2 nur ein Taubenschiss ganz oben. Und das ist also ein Millimeter, der das ganze Klima kontrollieren soll. Und wenn diese Narrative stimmen soll, dann braucht man zwei Punkte. Zum ersten Mal, dass diese 4% des CO2 die restlichen 96% des CO2 kontrollieren sollte, und CO2 selbst sollte das Klima beeinflussen können. Wissenschaftliche Tatsachen zeigen, dass diese beiden Aussagen falsch sind. Sie sehen also, wenn menschenverursachtes CO2 unter Kontrolle ist, dann müsste man ja auch sagen, dass auch die Termiten verantwortlich gemacht werden sollen für ihre CO2-Emissionen. Man müsste den Termiten einen Krieg erklären. Warum machen wir das nicht? Das können Sie mir beantworten. Das ist also eine Verschwörungstheorie zu sagen, dass die 4% des Menschen verursachten CO2 die 96% beeinflussen sollten. Was macht das CO2 selbst? Millionen von Jahren an Daten zeigen, dass CO2-Spiegel immer den Temperaturen nachfolgen, nicht vorangehen. Sie folgen den Temperaturen in geglätteten Grafiken. Das sieht man hier auch auf dem Schema. Nächste Folie. Wenn das CO2 also so gut funktioniert, um die Temperatur zu erhöhen, kann man sich dieses Glasfenster anschauen. Man könnte hier eine Doppelverglasung anbringen mit CO2-Füllung in der Mitte zwischen den beiden Scheiben. Und dann würde doch der Raum wärmer werden nach dieser Theorie. Eine amerikanische Firma hat das ausprobiert. Sie haben Doppelverglasungen mit CO2-Füllung produziert. Das hat überhaupt nicht funktioniert und die sind bankrott gegangen. Also, um das zusammenzufassen, die CO2-Spiegel sind ein Effekt, keine Ursache des Klimawandels. Menschenverursachtes CO2 beträgt nur 4% der Gesamtsumme, und CO2-basierte globale Erwärmung ist eine Verschwörungstheorie. Und die Extreme, die wir sehen, kommen aus der Jetstream-Aktivität, wiederum als Konsequenz der Sonnenaktivität. Was hat sich nun in der letzten Million Jahre ereignet?
geeignet. Da gab es natürlich Eiszeiten, das ist ganz natürlich. Jetzt sind wir in einer Zwischeneiszeit. Und diese spezielle Zwischeneiszeit, hier in den letzten 10.000 Jahren, da gab es neun Spitzen alle 9.000 Jahre. Und alle letzten Spitzenwerte waren wärmer als die derzeitige Spitzenzeit, alle davor. Obwohl es da weniger CO2 gegeben haben soll in der Vergangenheit nach den öffentlichen Daten. Was wir als wissenschaftliche Tatsache wissen, ist, dass die geglätteten Durchschnittstemperaturen der durchschnittlichen Sonnenaktivität nachfolgen. Und diese niedrige Sonnenaktivität ist das, was wir gerade erleben. Sie haben noch 30 Sekunden, Herr Corbyn. Dann komme ich zum Ende. Den Rest können Sie dann selbst lesen. Das ist eine Grafik der erwarteten Temperaturen auf der Grundlage eines finnischen Teams und zeigt, dass wir zusteuern auf eine Verringerung der Temperaturen. Und hier sehen Sie die Rückkopplungsmechanismen, die gelten, wenn Schnee liegt in der nördlichen Hemisphäre nach einem strengen Winter und dass uns das dann beschleunigt in eine kältere Welt bringen wird. Und das Letzte, was man bemerken muss, ist, dass egal, was die 97% der Wissenschaftler sagen, dass es immer irrelevant ist, wie viele Leute etwas sagen, sondern die wissenschaftlichen Tatsachen zählen. Und diese bestimmte Behauptung ist nicht wahr und die Analyse dieses Papiers bezeigt, dass nur 0,3% der Klimawissenschaftler das überhaupt glauben und 31.000 Wissenschaftler in den USA haben eine Petition unterzeichnet, dass man diese Politik beenden sollte, da es sich hier um Fake Science handelt.